So, jetzt habe ich die richtige Kameraposition, glaube ich. Jetzt habt ihr mal gesehen, was ich jeden Tag machen muss, bevor ich aufnehmen kann. Ich muss jedes Mal frisch zoomen, weil jedes Mal, wenn der Rechner runtergefahren ist, schon rausgezoomt. Schreckliche Software. Ganz, ganz schrecklich. Ja, heute habe ich wieder einen Ersatzmonitor mir geschaffen. Mal gucken. Na, Jens ist noch nicht. Einer muss noch, oder? Eine Stufe, würde ich sagen. Eine Zoom-Stufe fehlt noch. Zwei. Passt. Ja, besser. Okay. Also folgendes. Heute, schönes Thema, schwierig zu erklären. Weil ich schon ein paar Monate da raus bin aus diesem Thema. Es war so im November letzten Jahres, da habe ich mich mit dem Thema Spiegelgesetz und Spiegelungen und Projektionen sehr intensiv befasst. Und dieses Thema ist jetzt für mich im Groben schon so ein relativ Alltag geworden und ich habe ein paar Teile davon verinnerlicht und die reichen mir für meinen Alltag völlig, aber viele Details von diesem Thema habe ich auch schon wieder vergessen, deswegen es nicht ganz so leicht wird, das heute zu erklären. Heute soll es um das Spiegelgesetz gehen, allerdings nur im rein psychologischen Sinne. Für uns super simplen Alltag und in der 3D-Welt anwendbar. Natürlich gibt es da, wie so oft in spirituellen Kreisen, Lehren, auch metaphysische Aspekte, auf die ich heute allerdings noch nicht eingehen werde. Dazu brauche ich noch viel, viel Forschungsarbeit, bis ich mich dazu sinnvoll äußern kann. Also beschränke ich es heute auf ganz einfachen psychologischen Aspekt. Generell muss ich sagen, ich kann es nicht oft genug betonen, das Wissen, was ich hier in den letzten 50 Videos von mir gegeben habe, da habe ich mich 2 Jahre intensiv mit befasst, bis ich das so runterrattern konnte und verinnerlicht hatte. Es gibt noch viele Themen, die fange ich gerade erst an und dann kann ich mich immer nur teilweise dazu äußern und es kann Monate dauern, bis ich weitere sinnvolle Videos darüber drehen kann, bis ich das neue Wissen verarbeitet, verinnerlicht und reflektiert habe. In dem bisherigen Wissen steckt eine Menge reflektiertes Wissen und deswegen fällt mir so leicht runterzurattern bei Themen, wo ich noch nicht so ganz drin stecke oder mich erst seit einem halben Jahr mit befasse, ist ein bisschen schwieriger. Und das heutige Thema ist eines dieser etwas schwierigeren Themen, aber die Teilaspekte innerhalb des Themenbereiches, wo ich mir schon relativ sicher bin und die ich euch auch geben kann mit an die Hand, die ihr im Alltag nutzen könnt, diese Aspekte, werde ich heute mitbeleuchten. Solange ich mich mit Tiefenpsychologie befasse und mit Buddhismus, fernöstlicher Tiefenpsychologie und spirituellen Lehren, habe ich mir immer eine Frage gestellt. Ich habe mir eine Frage gestellt, ob es möglich ist, das Unterbewusstsein auf irgendeine Weise jemals sehen zu können, jemals auslesen zu können. Ist das möglich, dass ich in mein scheiß Unterbewusstsein, das völlig zugemüllt ist, was bei den meisten der Fall sein dürfte, ob ich das irgendwie auslesen kann und gucken, mit welchen Bereichen in mir ich mich noch tief befassen muss. Welches Trauma da hängt da noch irgendwo, welche Emotion wurde nicht gesehen, welche Teile lehne ich in mir ab, etc., 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 bla bla. Und im Spiegelgesetz, da steckt eine Quelle drin, die einen dabei helfen kann, dass das Unterbewusstsein nahezu vollständig oder teilweise oder überwiegend auszulesen, je nachdem, wie intensiv man sich damit befasst und wie stark man dann bereit ist, wenn man dieses Gesetz kennt, in die Beobachtung zu gehen. In der westlichen Tiefenpsychologie spricht man von dem Begriff Projektion, dass man Dinge auf andere projiziert
und jemanden quasi etwas andichtet, das gar nichts mit dieser Person zu tun hat. Daher Aspekt des Spiegelgesetzes, der spirituellen Lehren, fußt genau auf diesem Projektionsprinzip. Und über den will ich heute mit euch reden, denn das ist ganz spannend, wenn ihr das für euch im Alltag nutzt. Wow, ihr werdet über Selbsterkenntnis erlangen, dass es echt in sich hat. Ihr werdet euch selbst in eine Weise sehen können, die zuvor nicht möglich war. Und deswegen möchte ich diesen Teilaspekt heute wiedergeben. Wenn euch andere Teilaspekte wichtig sind, schreibt es in die Kommentare. Werde ich in Zukunft noch beleuchten oder ergänzt mich, wenn ich heute was habe. Ausgelassen. Für die Leute, die sich schon ein bisschen damit auskennen. Das Spiegelgesetz. Es ist tatsächlich so, und es ist unglaublich, nachdem ich das reflektiert und beobachtet hatte, dass jeder Mensch, jedes Lebewesen euch spiegelt. Kinder, Kleinkinder und Tiere besser als Erwachsene, aber generell spiegelt das, was in euren Inneren los ist, das spiegelt das Außen. Das ist richtig krass. Wenn ihr mit innerem Widerstand auf eine Person zugeht und die unterschwellig das mitkriegt, ohne dass ihr das bewusst ist, wird sie auch mit Widerstand reagieren. Wenn ihr gelassen und freudig auf einen Menschen zugeht, wird selbst wenn das Gegenüber grimmig drauf war, auch gelassen und freudig auf euch zugehen. Somit hat er quasi euren Gemütszustand gespiegelt. Richtig krass ist es bei Hunden. Also Hunde sind die allerbesten Spiegel von Menschen. Wenn ein Hund bellt oder wütend ist oder sonst irgendwie was, dann ist das sofort ein Zeichen dafür, dass der Mensch innere Widerstände in sich hat ohne Ende. Der Hundetiefenpsychologe Cesar Millan, bitte alle seine Bücher lesen, alle seine Sendungen gucken, für die Leute, die einen Hund haben. Der hat das erkannt und auf den Punkt gebracht. Der hat ganz genau erkannt, was mit dem Menschen nicht stimmt, wenn sich ein Hund falsch verhält. Das ist immer der Mensch, nie der Hund. Hunde sind von Natur aus sehr ausgeglichen und gesund, können natürlich im Laufe der Zeit beim Menschen sehr psychisch krank werden, Hunde. Die kriegen dann auch Neurosen und Phobien und alle möglichen Ängste, also in der Gesellschaft. Also das Ungesündeste, was einem Hund passieren kann, ist in der Gesellschaft von Menschen zu leben. Die freien Streuner, die gehen es dann noch sehr gut, die sind nicht arm dran, sondern die sind eigentlich überglücklich da draußen in der Natur. Es gibt in Spanien viele freilaufende Hunde, das sehe ich nicht als elendiges Schicksal an, sondern ich finde das gut so. Die Menschen sollen die halt in Ruhe lassen, wenn die da so rumstreuen und gut ist. Schließlich hat der Mensch ja die ganze Natur zerstört, wo die normalerweise rumlaufen und da müssen sie jetzt halt in Städten rumlaufen und dort im Mülltod dann nach Essen suchen, ja, dann sollen sie halt, ne? Also ich finde, dass das Hundeleben besser als bei einem Menschen, wenn man sich so ein kleines verzüchtetes Chihuahua-Krippe-Viech zeigt, was die Natur nie erschaffen hätte. Chihuahuas können nicht mal Kinder gebären, so verkrüppelt gezüchtet sind die. Die brauchen immer Kaiserschnitt, weil sie viel zu klein sind. Die kriegen einen rosa Pulli an und werden den ganzen Tag in der Handtasche rumgetragen. Also diese Hunde gehen natürlich psychisch kaputt und verkrüppeln ohne Ende. Ich hätte echt ein Video über Hunde machen sollen, fällt mir gerade ein. Ah, ja, wirklich. Viele, viele tausend Folgen von dem sogenannten Hundeflüsterer Cesar Millan reingezogen. Weltklasse. Dadurch kann man seine eigene psychologische Verfassung prüfen, indem man sich von Hunden reflektieren lässt. Ist ein Hund ausgeglichen, schläft in Ruhe, verhält sich ruhig, hört auf dich, dann bist auch du meistens ein in sich ruhender Buddha. Im Grunde genommen hat Cesar Millan die Buddha-Natur von Hunden erkannt, ist sich dessen aber gar nicht bewusst. Naja, jedenfalls, auch Menschen spiegeln euch ohne Ende. Wenn euer Ego irgendetwas will und etwas durchsetzen will, dann wird der andere dicht machen und genau seinen Ego-Standpunkt durchsetzen wollen. Solche Gespräche hatte ich ja in Livestreams sehr häufig. Und das ist ein Spiegel ohne Ende. Ich teste das heutzutage an meinen Freunden, wenn ich irgendwie noch Widerstand in mir habe und sie auf einmal sehr fruchtig reagieren, obwohl meine Freunde teilweise ausgeglichener sind als ich. Wenn sie auf einmal sehr gereizt, fruchtig und wütend reagieren, dann bin ich mit einem eigenen Widerstand gekommen. Dann habe ich aus der Grundemotion Angst heraus einen Widerstand in mir gehabt und wollte etwas im Außen erreichen. Aus dieser Angst heraus, und das kann man dann am anderen sofort auslesen.
Das heißt, wenn ihr wissen will, wollt, ob ihr innere Widerstände habt oder nicht, beobachtet nur den anderen. Nicht euch. Darin seht ihr euch. Der andere ist sozusagen euer Spiegel. Im Grunde genommen unterhaltet ihr euch den ganzen Tag nicht mit Menschen, sondern mit Spiegeln. Da könnt ihr euch genauso gut vor den Spiegel stellen und euch dort unterhalten, dann seht ihr selber. Ist übertrieben ausgedrückt. Der Spiegel kann leider nicht eure Emotionen und eure Worte spiegeln, sondern nur euer Gesicht, euer Bild, euren Körper, das bringt nicht viel. Aber ein Mensch spiegelt alles von euch, alle Facetten in euch wieder. Was gibt's noch? Innere Ängste, innere Widerstände? Verdammt, jetzt habe ich einen Hänger. Genau, Teile. Nicht nur innere Widerstände und Ängste werden vom Außen gespiegelt oder innere Widerstandslosigkeit und Freude werden auch im Außen gespiegelt. Auch Dinge, die man an sich selber ablehnt. Das ist, beobachtet die Kommentare in YouTube, die in Kommentaren am häufigsten auslösendste Trigger ist, wenn man, also das ist eines der Aspekte, die man häufigst lesen kann. So, lange rum gestottert. Das könnt ihr am häufigsten beobachten, YouTube, mitunter. Es gibt natürlich auch andere Erfahrungen. Aber das ist eine der häufigsten Dinge, die man mit den YouTube-Kommentaren lesen kann. Da wird der YouTuber beschimpft, dass er irgendeine Charaktereigenschaft hat, die den Kommentierenden nicht gefällt und die er doch bitte sofort abzulegen hat. Und dann soll er das doch bitte anders machen. Nun kann man sich nämlich fragen, ja, aber warum lehnt der Schreibende diese Charaktereigenschaften von den YouTuber ab? Muss nicht unbedingt, also manchmal will man einfach nur dafür sorgen, dass Dinge nicht zerstört werden. Wenn jetzt jemand etwas stark Destruktives tut, dann kann ich diesen Einwand verstehen. Aber im Alltag, das sind banale Kleinigkeiten, wo man sagen soll, dass dieser YouTuber diese Charaktereigenschaft, diese Fähigkeiten, diese Meinung bitte nicht mehr tun soll. Dies bedeutet, nicht immer, aber häufig, dass derjenige, der das geschrieben hat, diese Charaktereigenschaft, die er den YouTuber befehlt abzulegen, dass es diese Charaktereigenschaft ist, die er in sich selber ablehnt. Das ist sehr häufig so. Und da kann man mithilfe dieser Projektion und dieser Spiegelung in sein eigenes Unterbewusstsein sehr tief hineinschauen. Was sind dann Charaktereigenschaften, die man von sich selber ablehnt? Das sind meistens die Charaktereigenschaften, die man am anderen kritisiert. Würde man diese Charaktereigenschaften in sich voll und ganz akzeptiert haben, dann würde man die Charaktereigenschaften vom Gegenüber wahrscheinlich neutraler sehen. Neutraler sehen und nicht mehr ganz so auf Aggro stehen. Man muss diese Charaktereigenschaften immer noch nicht in Gänze mögen, weil sie vielleicht zerstörerische Charaktereigenschaften sind, aber wenn man diese zerstörerischen Charaktereigenschaften in sich sehen kann, das ist eine der größten Erkenntnisse, die ich übrigens von Buddha hatte, wenn man diese zerstörerischen Charaktereigenschaften in sich selbst sehen kann und nicht nur beim anderen im Außen, dann ist das ein großer Schritt zur Erleuchtung hin, wenn man diese Charaktereigenschaften in sich selbst sehen und dann auch als gegeben und existent sein dürfend akzeptieren und annehmen kann, dann wird man sich auch deutlich beim Gegenüber weniger über diese Charaktereigenschaft aufregen. Das ist dieser Anteil, den man von sich ablehnt. Meistens sind das negative Anteile, die man sich ablehnt. Dasselbe wird auch gespiegelt, umgedreht in positiven Anteilen. Wenn man einen Menschen anhimmelt, einen Popstar oder einen geistigen Führer in meinem Falle, wenn man einen Menschen besonders abhimmelt, anhimmelt, dann bedeutet das im Grunde nur, dass man das, was man im anderen sieht, sich selbst nicht zutraut. Man lehnt dann auch meistens unabsichtlich die Charaktereigenschaft in sich ab, die man in der großen, auf ein Podest gehobenen Person sieht. Das heißt, wenn man jemanden auf ein Podest hebt und den jemanden anhimmelt, dann bedeutet das nur, dass ich mir selber nicht zutraue, auf diesem Podest zu stehen da oben. Somit hat das Gegenüber mir das gespiegelt, was ich mir nicht zutraue. Teile, die ich mir nicht zutraue und somit quasi nicht zulasse, in mir ablehne, will ich nicht sagen, aber ich glaube nicht, dass ich dieselben Charaktereigenschaften haben kann. Das heißt, ich habe mir den Glaubenssatz aufgebaut,
Ich kann das nicht erreichen und ich kann nicht so sein wie diese Person, die ich auf einem Podest hebe. Oder ich kann diese Charaktereigenschaft nicht haben, weil ich nicht glaube, dass ich diese habe. Und somit lehne ich sie ab. Aber nicht, weil ich sie schlecht finde, sondern weil ich glaube, diese Charaktereigenschaft gar nicht zu haben. Lehne ich diese ab. Also, egal, ob man jemanden beschimpft, er soll das lassen. Lehnt man eine Charaktereigenschaft von jemandem ab? Und wenn man jemanden anhimmelt, lehnt man diese Charaktereigenschaften von sich ab. Wenn man jemanden schimpft, lehnt man diese negative Charaktereigenschaften in sich ab. Und wenn man jemanden auf einen Podest hebt, lehnt man die positive Charaktereigenschaft in sich ab. So konntet ihr wieder in euer Inneres gucken, in euer Unterbewusstsein, was ist da los, indem das Außen, das Negative und das Positive euch wie bescheuert gespiegelt hat. Das ist das Spiegelgesetz im psychologischen Sinne. Nutzt es und ihr wisst genau, was in euch vorgeht. Wenn ihr das Außen bekämpft, ist es sehr häufig so, dass ihr innere Teile in euch ablehnt. Die positiven wie die negativen. Diese Spiegeleien, diese Spiegelungen, also wie schon gesagt, wenn man das 24 Stunden am Tag macht, so wie ich kann gar nicht anders, ich bin als Selbstreflexionsmaschine geboren worden. Ich reflektiere mich ununterbrochen. Ich schwebe gedanklich neben mir und schaue ununterbrochen auf mich drauf und gucke, was ich sage, was ich denke, was ich fühle, wie ich handle. Ich bin die pure Selbstreflexion, völlig konträr zum Mainstream, wo ich diese Fähigkeiten, und das ist mir ein absolutes Rätsel, scheinbar gar nicht vorhanden ist stellenweise, Selbstreflexion null, und ich gar nicht weiß, wie sich das anfühlt, dass jemand gar nicht über Selbstreflexion verfügt. Und mit Hilfe dieser Reflexionen kann ich natürlich auch meinen Spiegel sehr gut lesen. Wenn mich jemand anders triggert und negative Emotionen mir hochkommen und ich den anderen am liebsten erwürgen möchte, was bei einer ganz bestimmten Person in meinem Freundeskreis sehr häufig der Fall ist, dann hat der gut in mir Dinge noch gespiegelt. Das klappt aber auch umgedreht. Ich spiegel ja auch ihn. Also es ist nicht nur so, dass die Leute euch spiegeln, sondern ihr spiegelt auch die Leute. Wenn jemand grimmig auf euch zugeht, werdet ihr auch in eine Negativhaltung gehen und das dann ihn zurückwerfen. Wie es im Wald reinschallt, schallt's wieder raus. Der Wald, Leute. Das beste Beweis für Spiegelgesetz, der Schall. So wie es reinschallt, schallt ihr es wieder raus und klatscht es der Person gegenüber entgegen. Ne, wenn ihr einen aufs Maul kriegt und noch nicht erleuchtet seid, dann haut ihr erst mal blindlings zurück. Erleuchtete hingegen funktionieren nicht mehr als Spiegel. Nur weil der Spiegel läuft unbewusst ab. Man kann lernen durch diesen Spiegel und Erleuchtung erlangen, aber der Erleuchtete selber dann, der kann nicht mehr als Spiegel hinhalten. Durch den gehen alle Energien durch. Der ist schon völlig im Reinen mit sich und ein Erleuchteter kann nicht mehr als Spiegel fungieren. Gar nicht. Aber dennoch wird euch ein Erleuchteter anziehen. In einem ganz bestimmten Bereich wird ein Erleuchteter anziehen, nämlich dass ihr wahrnehmt, dass derjenige null Widerstände in allen Bereichen nicht mehr in sich hat. Im Grunde genommen könnte man sagen, das ist der letzte Spiegel, als den ein Erleuchteter noch herhalten kann. Die totale Widerstandslosigkeit. Und das lehnt ihr euch ab oder das hebt ihr da auf einen Podest. Deswegen werden Erleuchtete sehr häufig auf einen Podest erhebt, weil ihr euch selber nicht zutraut, alle Widerstände in euch loszulassen. Das ist der letzte Spiegel, den ein Erleuchteter noch bieten kann. Aber in allen anderen Bereichen wird ein Erleuchteter gar nichts mehr spiegeln, weil wenn ihr ihn in die Fresse haut, wird er nicht zurückhauen. Ne? Also das funktioniert in vielen Dingen dann nicht mehr. Der Erleuchtete kann das dann nicht mehr spiegeln, der kann nur noch totale Widerstandslosigkeit zeigen. Und deswegen werden Erleuchtete meistens auf ein Podest gehoben, weil er etwas erreicht hat, weil der Erleuchtete etwas erreicht hat, was ihr euch selber nicht zutraut. Das ist dann der letzte Spiegel, deswegen werden Erleuchtete sehr häufig auf ein Podest gehoben, wie zum Beispiel der liebe Buddha und diverse andere spirituelle Lehrer, die ich heute bewusst namentlich nicht nennen werde. Die größte Erkenntnis, die ich mit Hilfe meiner eigenen spirituellen Lehrerin hatte, war dann diese, dass ein Erleuchteter von sich nicht mehr behauptet, erleuchtet zu sein.
weil das ist nur das Ego, das falsche Selbst, das das noch behaupten möchte, um sich wieder selbst ein falsches Selbst zu basteln, an dem sich dann wieder festhalten kann. Das ist so, ne? Jetzt diese Ego-Schiene, deswegen sagt ein Erleuchteter selten, er ist erleuchtet, weil er ist mit sich so im Reinen, dass er nicht in den Widerstand geht, nicht in den Angriff und die wenigsten Dinge von euch noch zurückprallen wird. Deswegen ist ein Erleuchteter ein ganz schlechter Spiegel, aber bei einem Erleuchteter quasi sämtliche Dinge, also komplett mit sich im Reinen ist, wird man sich von Erleuchteten sehr angezogen fühlen und nacheifern wollen und Fragen stellen. Wenn ein Erleuchteter Lust hat, beantwortet er die Fragen auch. Denn auch ein Erleuchteter hat noch innere Antriebe. Die müssen nicht vom Ego kommen, aber es kann sein. Es ist nicht so, dass ein Erleuchteter in seiner physischen Manifestation kein Ego mehr hat. Aber er hat diese Ego-Anteile voll und ganz in sich akzeptiert und lässt sie walten, wenn sie da sind. Dadurch werden Ego-Anteile sehr viel schwächer. Wenn ihr eure negativen Eigenschaften, dann darf weder in euch euer Ego, euer falsches Selbst sein lassen dürft und es nur erkennt und es gerade mal nur von den schlimmsten Taten abhaltet und nicht von Alltagskleinigkeiten. Wenn das voll in euch ganz akzeptiert wird, das Ego, das falsche Selbst auch sehr, sehr schnell, sehr, sehr viel schwächer. Naja, schnell nicht unbedingt, aber es wird schwächer werden. Es wird schwächer werden. Und ein Erleuchteter hat sein Ego voll integriert. Er ist eins damit geworden. Jo. Man könnte sagen, je dümmer ein Mensch, je weniger weise, je weniger erleuchtet, umso besserer Spiegel ist er eurer selbst. Oder nur reagierende Dinge, die nicht so viel denken, wie zum Beispiel Tiere. Wobei Hunde schon über gewaltige Intelligenz verfügen. Kommt auch wieder ein bisschen auf die Rasse an. Aber Vögel sind auch sehr intelligente Tiere, aber halt nicht so viel denkend wie wir Menschen und auch noch nicht erleuchtet. Auch von Natur aus schon eher im Seinszustand verharrend Tiere als ein Mensch, weil deutlich weniger Verstand vorhanden ist. Sind Tiere eher eins mit sich und ihrer Umwelt? Vögel habe ich gemerkt, die spiegeln auch Bombe. Wow. Ich habe jahrzehntelang mit Wellensittichen verbracht. Und bei Papageien, bei großen Fetten, funktioniert das sogar noch besser. Also Vögel, wow, die können euren Gemütszustand spiegeln, mein lieber Scholli. Die werden sauer, wenn ihr aggressiv seid oder mit dem Vogel mit Gewalt zwingen wollt, mit euch zu spielen oder sonst irgendetwas oder euch dem Vogel nähern wollt. Das wird nicht funktionieren. Wenn ihr aber den Vogel einfach so sein lasst, wie er ist und einfach nur seine Nähe genießt, dann wird der Vogel sehr nah an euch ankommen und das spüren, dass ihr in eurer friedlichen gesammelten Präsenz, in eurer Buddha-Natur verharrt, dann wird der Vogel auf euch zukommen und in unmittelbarer Nähe von euch sogar einschlafen oder sich streicheln lassen. So funktioniert das Zähmen von Tieren. Das ist nichts, was man erlernen muss. Man muss eigentlich nur seine Buddha-Natur rauslassen, die pure Liebe im Kern, die ihr von Natur aus seid, und schon werden alles um euch herum sanft. Das funktioniert auch bei Wölfen. Also die werden euch nur zerfleischen, wenn ihr wie ein Beutetier schnell wegrennt. Ne? Aber wenn ihr ruhig und sanft in euch präsent seid, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass euch ein Rudel Wölfe im Wald nichts antut. Das ist generell dieser Irrglaube, der durch Filme immer rüberkommt, durch Bücher, Geschichten und Sagen und Erzählungen. Selbst die hungrigsten Raubtiere werden einen Menschen zu allerletzt angreifen. Das, was ihr in Filmen seht, ist nicht das reale Verhalten von Tieren. Auch die spiegeln nur euch wieder. Wenn ihr hastig wegrennt, dann wird euch ein Tier angreifen und sogar beißen, selbst wenn es keinen Hunger hat und nicht essen wollte. Einfach nur allein schon aufgrund seiner Reflexe. Weil das Tier weiß, aha, Beute bewegt sich schnell und haut ab. Aber wenn ihr ruhig vor euch verharrt, ganz sanft, in euch ruht, ohne Angst, gesammelter Präsenz, euch wird ein Raubtier, ein wild laufender Wolf nichts antun. Meistens nicht mal nähern. Dann müsste das Rudel Wölfe schon absurd viel Hunger haben, dass es euch dennoch angreift. Dasselbe gilt ja für Bären, ne? Ich weiß nicht, ob ihr den Trick gehört habt, wenn euch ein Bär verfolgt im Wald, dass man sich da totstellen soll, dann lässt er von euch ab. Das ist aber nur die geschauspielerte Präsenz. Dann lasst ihr den Körper ruhig. Aber der Bär wird noch eine Weile an euch rumschnüffeln, wenn ihr Angst habt und Blut, Schweiß schwitzt. Viel sinnvoller wäre es nicht nur, sich totzustellen, sondern auch wirklich keine Angst zu spüren in gesammelter Präsenz, in eurer Buddha-Natur ausharren, dann wird das Tier sehr viel eher von euch ablassen. Ne? So. Unter Wasser, bei Haien, ist das noch ein bisschen was anderes.
Ich weiß nicht, ob er es noch mitkriegt. Das hat aber alles noch was mit Spiegelung zu tun, ne? Das ist jetzt nicht hier, ich rede, es ist hier keine Tiersendung geworden. Es hat immer noch was mit dem Spiegel zu tun. Seid ihr ruhig in gesammelter Präsenz, spiegelt das der Bär oder der Wolf auch in euch. Bei Haien im Wasser ist es ein bisschen komplizierter, weil man sich im Wasser bewegen muss mit Armen und Beinen, um an der Wasseroberfläche zum Beispiel zu bleiben, damit man noch Luft kriegt. Von daher stellt man immer eine Bewegung dar, auf die der Hai reagiert. Deswegen funktioniert dieses ruhig Ausharren in der Nähe von Haien nicht ganz so gut. Da reicht schon das kleinste Zappelbewegung und der Hai ist jetzt auch nicht der hellste. Der reagiert sehr instinktiv, hat gute Sinne, aber nicht das größte und entwickelste Gehirn. Von daher ist ein Hai noch sehr reaktiv und da reicht schon die kleinste Bewegung von euch und der beißt dazu. Nee, aber generell, ihr könnt es bei sehr weit entwickelten Landlebewesen, Landsäugetieren wirklich probieren. Das klappt bei Hunden, das klappt bei Wölfen, das klappt bei Vögeln am allerbesten. Im Grunde genommen spricht gar nichts dagegen. Man kann eigentlich auch ein Wolf als Schoßtier bei sich zu Hause halten. Es gibt sehr viele unreflektierte Matrix-Roboter und Leute, die die Aussage aufgrund von Ängsten und Gesetzen und weiß der Geier, was von Bla getroffen haben, dass man einen Wolf nicht als Haustier halten kann, weil die haben ja noch mehr Urinstinkte als Hunde. Das ist allerdings totaler Quatsch. Natürlich braucht ein Wolf viel Auslauf. Aber er wird in der Stadt keine Menschen angreifen, wenn er euch gewöhnt ist und ihr jahrzehntelang in eurer eigenen gesammelten Präsenz und Buddha Natur in euch ruhend mit diesem Wolf zusammen gelebt hat, dann wird er sehr menschenfreundlich werden. Wenn ein Tier dann doch noch, obwohl er sich jahrelang ruhig verhalten hat, dann einen anderen angreift, dann nicht wegen irgendwelchen Urinstinkten oder Raubtierinstinkten, sondern einfach nur, weil der andere innere Widerstände in sich hat. Das heißt, wenn ein zahmes Tier auf einmal sich verhält wie ein wild gewordenes, irres, wahnsinniges, dann nur, weil der andere in sich absolut irre und wahnsinnig war. Und das hat das Tier dann in dem Moment perfekt gespiegelt. Das ist das Spiegelgesetz. Wir leben in einem reinen Spiegeluniversum. Das ist der Mensch, der hatte richtig innere Probleme und das Tier konnte das wahrnehmen und greift dann den Menschen an. Das ist ganz normal. Das ist normal. Da ist nicht das Tier krank oder dumm oder sonst irgendetwas. Er hat nur den inneren Widerstand, den inneren Zustand des Gegenübers gespiegelt. Ausnahmen bestätigen die Regel. Wie bei Menschen kann es natürlich auch mal beim Tier so sein, dass das Tier ein Defekt hat, einen richtig starken Gehirndefekt, dass irgendwelche Areale abgeschnitten sind und es anders reagiert. Aber ich rede immer von relativ gesunden Zuständen. Da, ja, wenn Tiere nicht gequält worden sind und ihren gesammelter Präsenz für euch verharrt, da wird euch kein Tier was tun. Auch kein Tiger, nichts, gar nichts. Diese ganzen Dompteure, die benutzen ja ihre Tiger als Hauskatze. Wenn sie sich falsch verhalten, dann hat das Tier, und sie das Tier sie dann angreift, diese Tiger im Zoo zum Beispiel, wenn das Tier sie dann angreift, dann auch nur, weil der Mensch sich falsch verhalten hat und sein Inneres nach außen projiziert hat auf das Tier hat ihn gespiegelt und dann angegriffen. Das ist ganz normal, alles was mit Spiegelgesetz zu tun. Also, ihr braucht keine großen Ratschläge von irgendwelchen Trainern, wie man mit Tieren umgehen soll. Ihr braucht keine 1000 Bücher zu lesen, obwohl wenigstens mal ein Buch von Cesar Millan oder mal eine Sendung von Cesar Millan zu gucken. Vielleicht werde ich ihn auch verlinken. Das kann nie schaden, aber generell braucht ihr nur zu wissen, dass euch das Gegenüber spiegelt. Und dass alles euch friedlich behandeln wird, wenn ihr in gesammelter Präsenz vor euch verharrt, wie schon gesagt. Ein Tier müsste schon absurd viel Hunger haben, dass es euch trotzdem angreift, und das ist selten der Fall. Das findet ihr in der Natur durchaus genug Essen. Kommt natürlich auch immer wieder um die Umgebung an, aber generell halten sich vor allen Dingen auch Wölfe in deutschen Wäldern relativ von Menschen fern. Und wenn ihr keine Ängste in euch habt, dann wird euch mit hoher Wahrscheinlichkeit nichts angreifen. Das ist das, was viele spirituelle Lehren sagen, auch westliche spirituelle Menschen, Esoteriker, die sagen es immer wieder, und ihr glaubt es nicht, und ihr glaubt es nicht aufgrund von Filmen, Konditioniertheit und Ängsten. Und wenn ihr dann in so eine Situation mit Angst reingeht, wird euch mit hoher Wahrscheinlichkeit was geschehen. Und wenn ihr in eine Situation mit gesammelter Präsenz geht und ohne Angst, dann wird sich die gesamte Umgebung auch so spiegeln. Das ist ja das. Wenn ihr nur noch in reiner Liebe durch die Gegend geht, wie ich es und andere spirituelle Menschen, vielleicht werde ich auch mal ein paar andere spirituelle Menschen unten verlinken, die ich mag.
Wenn ihr reine Liebe sendet, spiegelt euch die gesamte Umgebung und sendet reine Liebe zurück. Das ist das. Das ist das Spiegelgesetz. Ihr könnt es im Alltag bei jedem Gegenüber, mit dem ihr euch unterhaltet, beobachten. Das ist auch ein Teilaspekt von Erfolg, wenn man irgendwas im Leben erreichen möchte. Sei es auf emotionaler Ebene, auf sozialer Ebene oder finanzieller Ebene, kann man das Spiegelgesetz für sich nutzen. Als eines von vielen. Es gibt eine Menge Universumsgesetze und ich hoffe, ihr habt das, für die, die das noch nie gehört haben, ich hoffe, ihr habt das jetzt auch einigermaßen verstanden, wie ich es gemeint habe und so wahrgenommen, wie ich das Gesetz empfunden habe. Und wenn ihr die Kraft, die da dahinter steckt, dass ihr euch vollständig selber im Außen lesen könnt, die ganze Umgebung ist euer Unterbewusstsein, das ist ja das Geniale. Das heißt, das Unterbewusstsein liegt klar und deutlich vor euch, gerade an lebenden Objekten besonders gut zu sehen. Aber natürlich auch weniger, also auch nicht lebende Objekte können euch spiegeln. Wenn ihr eine Mauer einreißt, wütend, dann ist die Mauer kaputt. Dann liegt die kaputte Mauer vor euch und ihr seht da, oh, hier wurde Zerstörung stattgefunden. Dann spiegelt euch die Mauer euer Inneres. Aha, die Mauer liegt da jetzt zerstört, weil ihr wütend wart und im Inneren und die Mauer zerstört habt. Also selbst die leblose Materie spiegelt euch eure inneren Zustände. Wenn ihr ein Haus abreißt, wütend, oder Mauer, ne, dann ist die Zerstörung der Mauer euer gespiegeltes Inneres. So, es geht auch mit leblosen Objekten, oder? Oder mit anderen Lebewesen wie Pflanzen. Wenn ihr vor Wut, Angst, Trauer, Gier, was alles dasselbe ist, alles basiert auf der Grundemotion Angst, diese negativen Aspekte, diese Schadhaften, diese Zerstörungsaspekte. Wenn ihr den Wald vor euch abholzt, dann wird euch der Wald spiegeln, dass ihr im Inneren nicht sehr rein und klar seid. Und der Planet ist der beste Spiegel der Menschheit. Voll mit Milliarden und Trilliarden Tonnen mit irgendwelchen Giften in der Luft, die wir dann einpusten, spiegelt nur unseren geistigen und emotionalen inneren Zustand wieder der gesamten Menschheit. Die kaum noch vorhandenen Wälder, völlig abgeholzt. Guckt mal, Spaß haben mit Google Earth oder Google Maps auf Deutschland raus. Ganz Deutschland war früher mal ein Urwald. Da sind jetzt noch so ein paar kleine Inselchen, ein paar Mini-Inseln. Ein paar Tupferchen bayerischen Wald existieren noch. Und ein paar Tupferchen Bäume im Harz. Und ein ganz kleiner Tupfer in Thüringen, das war's. 95% von Deutschland wurde gerodet. Schwarzwald habe ich überhaupt nicht mehr gefunden. Steht da noch ein Baum? Auf der Karte habe ich keinen mehr gefunden. Aber somit spiegelt die Landkarte, die ihr von Satellit aus sehen könnt, von Google Earth und Google Maps aus, könnt ihr mit Landkarte auf den Planeten schauen. Da seht ihr, da spiegelt sich die geistige Verfassung der Menschheit und das Bewusstsein, die Bewusstheit der Menschheit ist insgesamt noch auf einem sehr niedrigen Level. Auch wenn ein paar, auch wenn positive Aspekte sichtbar sind. Der doch immer mehr im Mainstream bekannter werdende Veganismus ist ein, wenn auch nur ein kleines Zeichen, weil der wird auch immer mit Ego in die Wald durchgesetzt, vom falschen Selbst, ganz schrecklich. Aber der Veganismus ist ein ganz kleines Zeichen, dass die gesamte kollektive Bewusstheit der Menschheit etwas aufgestiegen ist. Da spiegelt sich das im Veganismus sehr gut wider, auch wenn es mehr Naziganer als Veganer gibt. Das heißt, Leute, die den Veganismus mit roher Gewalt durchsetzen wollen. Was nie funktioniert, weil auf eine Kraft folgt immer eine Gegenkraft, das ist die Spiegelung. Alles bewegt sich, wechselwirkt miteinander, agiert. Ich habe es in meinem ersten Physikvideo erwähnt, trifft ein Teilchen auf ein anderes, werden die Teilchen irgendeine Wechselbeziehung ineinander eingehen. Und das ist die quantenphysikalische Erklärung für Spiegelgesetz. Ein Teilchen trifft im Universum auf ein anderes und die gehen eine Wechselbeziehung ein. Und spiegeln sich, projizieren sich, reflektieren sich, ziehen sich an, stoßen sich ab. So ist das Spiegelgesetz entstanden. Ganz simpel, auf reiner 3D- und physikalischen Ebene, quasi das Spiegelgesetz gerade bewiesen. Ist nichts Esoterisches und ist auch kein Gedankenkonzept. Das ist eine physikalische Tatsache, das Spiegelgesetz. Haut jemand anderen eine rein und guckt, wie er reagiert, ihr werdet euch sicherlich wiederfinden, euer Innerstes. Ja, und da ist dieser Planet halt eine mittlere Katastrophe. Das Spiegel, also obwohl sich an manchen Stellen ein bisschen Bewusstheit durchbreitet, die große kollektive Masse ist immer noch rotzehohl. Normalerweise dürfte es keine Fabrik geben. Es gibt ja immer noch Menschen hier in der Gesellschaft, in der westlichen Gesellschaft, die glauben, dass Industrialisierung und Fortschritt etwas Gutes sei. Das ist auch nur krankhafter Wahn vom Ego. Mehr nicht. Wir brauchen keine Globalisierung, wir brauchen eine Lokalisierung.
Das muss alles legal und im kleinen Kreis stattfinden. Wir brauchen keine Industrialisierung, wir müssen davon weg, weit weg. Keine Fließbänder, gar nichts mehr. Nur noch handgemachte Dinge, einzelne Produkte, die wenig Rohstoff fressen und ewig halten, einfach für immer. Ganzes Menschenleben durch oder mehrere Menschenleben durch. Mein Auto, Leute, das beste Beispiel. Ich vergötter mein Auto. Das ist 17 Jahre alt. Ich selber fahre es ungefähr 11 und ich lasse es immer wieder reparieren. Zum einen, weil es keinen Sinn macht, mir ein neues zu holen, weil das Auto selbst saugeil aussieht. Es gibt kein cooleres Auto als meins. Also in Masse projiziert. Es gibt noch coolere Autos, aber die sind sehr teuer und da komme ich sehr schwer ran. Die muss ich teilweise sogar importieren lassen, weil die wirklich selten sind und meistens nur in Amerika oder Großbritannien hergestellt wurden. Richtig schöne Autos, amerikanische Modelle aus den 70ern, wunderbar. Aber ich will nicht zu weit abschweifen. Mein Auto ist wunderschön. Von daher, warum sollte ich mir neues kaufen? Mein Auto ist schon selten. Und wenn man eine Schönheit hat, dann hält man die ewig treu und dann repariert man es immer wieder. Und seit 17 Jahren fahre ich ein Auto. Es ist mir ein absolutes Rätsel, warum die Automobilindustrie in einer Tour jedes Jahr Milliarden von Autos herstellt, obwohl ein Auto locker 17 Jahre hält. Und das ist noch längst nicht am Zenit, das ist noch gut im Schuss. Das sind ganz wenige Reparaturen. Und nein, reparieren ist auf Dauer auch nicht billig. Gerade wenn man uns alle 2 Jahre zum TÜV immer eine Kleinigkeit macht, das Nötigste, dann ist das auch nicht teuer. Dann ist Reparieren deutlich billiger als Neukaufen. Glaubt mir, vor allen Dingen, wenn man sich keine Originalteile kauft, sondern ein Fremdhersteller. Das ist genauso qualitativ hochwertig wie Originalteile. Habe ich festgestellt. Also keine Originalteile, immer wird das Auto reparieren lassen, deutlich günstiger als sich alle 2 bis 5 Jahre ein neues Auto zu holen. Ne? Aber da ist da wieder der Ego-Wahn, der Spiegel der Gesellschaft. Diese Massenzeug. Nee, nee, nee. Ein Auto herstellen und das 30 Jahre lang fahren und gut ist. Wenn man mal ein anderes will, ein hübscheres, dann sollte man das mit einem anderen tauschen, der selber sein Auto gerade 30 Jahre fährt. Einfach tauschen. Ich würde Autos einfach nur untereinander tauschen. Na, willst du mal meins fahren, krieg ich mal deins, etc. Und dann fahren diese Kisten 30 Jahre und wenn man sich richtig um ein Auto kümmert und das richtig pflegt, 50, 60, 70 Jahre macht ein Auto locker. Guckt euch mal Afrika an, wie da diese Autos wiederverwertet werden. Das ist ja unglaublich, was die da für alte Karren, wie die selber wieder entbeulen und entkanten. Die fahren ja mit größtem Schrott. Afrika ist so ein armes Land und das ist das Beste, was dem Land widerfahren konnte. Weil so werden Rohstoffe gespart und die schonen die Umwelt und reparieren und reparieren und reparieren immer wieder. Von daher ist es gut, ein armes Land zu sein, weil dann schont man Rohstoffe und zerstört den Planeten nicht weiter. Das Beste, was ein Land widerfahren kann, ist keine Industrie zu haben und arm zu sein. Dann wird der Planet nämlich ressourcenschonend und umweltschonend gebraucht und verwendet. Mit Bedacht und Obacht und Achtsamkeit, mit beobachtendem Gewahrsein, mit beobachtendem Gewahrsein und Bewusstsein und Bewusstheit. Hast schon geopolitisches Video jetzt geworden. Aber wenn was falsch in der Welt läuft, wird sie euch spiegeln. Und das war jetzt nur ein weit ausgeschweiftes Beispiel davon. Zerstört der Umwelt, merkt ihr sofort. Also wer ist denn so blöd und zerstört seinen eigenen Lebensraum? Na der, der im Inneren kaputt ist. Der macht das Außen kaputt. Seid ihr im Inneren kaputt, macht das Außen kaputt. Und das Außen wird euch das spiegeln. So einfach ist das. In toter und in lebender Materie. Punkt. Wobei es auf Energieebene, da alles nur Quantenenergie ist. Für mich gibt es keine tote Materie. Es lebt für mich alles. Aber es würde heute zu weit schweifen, weil jedes Atom ist Energie. Egal ob von dem Stein oder von dem Menschen. Ich definiere Leben etwas anders. Man könnte Leben auch noch von Lebewesen unterscheiden, aber dazu sollte ich vielleicht mein eigenes Video machen. Ich habe es ein bisschen gezogen heute wieder, aber ihr wollt ja meine 65-Minuten-Videos, ich weiß. Ja, Spiegelgesetze sind einfach erklärt. In Tieren sehr gut ablesbar, in kleinen Kindern. Es gibt keine unartigen, bösen, unerzogenen Kinder. Es sind nur der Spiegel der Eltern. Wenn das Kind von Geburt an ruhig ist und sanftmütig und lieb, dann sind die Eltern von innen ausgeglichen. Ist das Kind nur am Durchdrehen? Sind es die Eltern? So einfach ist das. In der westlichen Gesellschaft, da habe ich ja Kinder nur draußen rumschreien auf der Straße oder im Einkaufsladen. Da werden die Kinder voll gemeckert, sie dürfen nicht so sein, dabei machen die Kinder alles richtig. Also es ist nur am Schreien die Kinder, weil das Kind, das spiegelt den Widerstand der Eltern. Da meckern die Eltern und dann denke ich mir nur, ihr Idioten da. Das Kind hat euch nur gesagt, dass ihr Idioten seid.
Ne? Es gibt keine bösen Kinder, keine ungezogenen Kinder, keine nervigen Kinder, keine anstrengenden Kinder. Wobei, letzteres ist sehr subjektiv. Es gibt einfach nur Spiegel. Natürlich ziehen. Kosten Kinder schon Kraft und Energie, ist klar. Aber jetzt nicht in dem Ausmaß, wie es die Erwachsenen, die selber innere Widerstände haben, ausdrücken. So schlimm ist es dann auch nicht. Bis auf ein freudiges Erlebnis. Das hatte ich auch die letzten Tage, als ich einkaufen war. Das war schön. Oh, das hing mir ans Herz. Das Kind saß dann in Einkaufswagen, ruhig, friedlich und beseelt. Und ich dachte mir, wie kann das sein? Ist da tatsächlich mal ein Erwachsener in der Nähe, der innere Widerstände losgelassen hat und ausgeglichen war? Ja, dann war es auch so. Da war dann eine Mutter, interessanterweise eine Kopftuchträgerin, wahrscheinlich nicht deutschen Ursprungs. Ich fand das faszinierend. Das Kind sitzt in ausgeglichener Harmonie in diesem Einkaufswagen, knabbert an sein Brötchen und wirft das dann hin. Bup, bup, bup. Normalerweise, jede deutsche Mutter wäre jetzt ausgerastet und gekocht vor Wut und hätte das Kind vollgeplafft, dass es das nicht machen soll. Nicht so diese Mutter, Mutter. Nicht so diese Mutter in ihrer ruhenden Buddha-Natur. Sie dreht sich ruhig um. Oh, Brötchen runtergefallen. Ganz sanft und in super Zeitlupe hebt sie das Brötchen auf und sagt dem Kind: Schmeiß das doch mal nicht runter. Aber es war ja scheißegal, war überhaupt keine Aggressivität, kein Hass, kein Wut in sich. Das war das Normalste von der Welt. Das ist halt ein Kind, das schmeißt halt ein Brötchen runter, na und? Und man hat es dem Kind angesehen. Man hat es dem Kind angesehen. Das war ruhig, ausgeglichen, lieb. Ich hätte es stundenlang angucken können. So viel Harmonie und Seinszustand und wunderbare Energie kam mir von diesem Kind entgegen. War so schön. Und somit war auch dieses sanfte Kind ein Spiegel der gelassenen, ruhigen, liebevollen Mutter. Ne? So funktioniert das. Deutschland sieht man sehr häufig so bösen, unausgeglichenen, völlig am Durchdrehenden, mit Minderwertigkeitskomplexen und falschen, selbstzerfressenen Eltern. Und da gibt es natürlich nur schreiende Kinder. Ne? Zucht und Ordnung braucht kein Kind. Zucht und Ordnung, eine Peitsche und Rohrstock braucht der Erwachsene. Punkt. So. Okay, dazu. Kinder erziehen leicht gemacht, mit Tieren umgehen, Tiere erziehen leicht gemacht. Das Wort erziehen passt dann nicht mehr. Es reicht, gesammelte Präsenz zu sein, pure Liebe zu senden und das Umfeld wird es euch zurückspiegeln, egal ob Kind, Tier, Erwachsener oder feste Materie, Objekte. So einfach ist das Spiegelgesetz. Ihr kennt euch damit kennenlernen. Ihr wisst, was in eurem Unterbewusstsein los ist, was da noch fehlt, was da unaufgeräumt ist, was da traumatisiert ist, was da nicht gesehen wurde an Emotionen. Die Umgebung wird es euch immer und immer wieder zeigen. So schön. Schön. So schön. Man kann dafür so schön sehr viel über sich selbst lernen. Andere können viel über sich lernen dadurch. Ich habe sehr viel über das Spiegelgesetz gelernt. Eiterkneiter sein. Das ist wieder eine der Sachen, die im Unterricht in der Schule unterrichtet werden sollten und nicht den Bullshit, der hier so unterrichtet wird. 100% von dem Wissen, was mir dort vermittelt wurde, nützt mir nichts. Wenn ich alles Chlorunterricht spürt und jetzt im sehr hohen Erwachsenenalter bringe ich mir die wichtigen Dinge bei. Ich bringe mir erstmal bei, wie die Dinge sind und was davon wichtig ist. Im Grunde genommen habe ich meine eigene kleine Privatschule gegründet. Wer noch mehr wissen will von richtigem Wissen, kann jederzeit ein Coaching bei mir buchen. Hier gibt es Wissen, das nützt und nicht Wissen, das kein Schwein braucht. So viel dazu. Fragen in die Kommentare, Ergänzungen in die Kommentare, Kritik empfinde ich nicht so. Auch Kritik in die Kommentare, andere Meinungen in die Kommentare. Und da freue ich mich, mit euch austauschen zu können über das Spiegelgesetz. Danke fürs Zuhören.